So, hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Let's Shows von No Man's Sky. Eigentlich war es gar nicht geplant, das zweiteilig zu machen. Aber ich musste dringend für kleine Noobies. Und wir sollen analysieren. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie das geht, aber wir haben jetzt das... Hier, okay. Wie analysieren wir? Mit A vielleicht? Nein, A ist nach da. F. Ah. Das ist das Analyse. Mit F aktivieren wir es. Eirinyt. Hier war doch auch ein Tier. Das wollen wir auch analysieren. Entdeckung ansehen. Escape. Wo sind wir denn hier? Urankwil. Welcher von denen sind wir hier auf dem Unbekannten? Keine Ahnung. Katalog. Nee. Entdeckungen. Nagam. Ah ja, wir haben es entdeckt. Wir dürfen es benennen. Okay. Wenn wir es benennen, kriegen wir... Wenn wir es benennen und hochladen, kriegen wir nichts. Wenn wir es nur hochladen, kriegen wir 10 Nanithaufen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Heute von Daromat entdeckt. Das finde ich ja witzig. Cool. Aha. Fauna entdeckt. Wenn wir das abschließen, kriegen wir auch noch einen Nanit. Also wir können jetzt eigentlich... Weil 10 Nanit ist ja jetzt... Oh, wie kommt man da nochmal hin? Da. Umbenennen und hochladen. Ups. Na, hallo? Nee. Okay, wir nennen diesen Planeten... Ich will ihnen jetzt keinen blöden Namen geben, weil das ist ja... Andere Spieler können übrigens, sind hier auch... oder können auch in diese Welt eintreten, in der wir sind. Was wäre denn ein guter Name für einen fröstligen Planeten? Ich will nichts mit Frost nehmen. Nämlich hier Cold Harb. Nee, wir machen deutsche Namen natürlich. Kalter Hafen. Oder aha, Kalthafen. So. Akzeptieren. So, dann haben wir das erledigt. Nein, F war das, ne? Wir analysieren jetzt mal hier um die Wette, wenn wir das schon mal können. Turkmanit. Aha, aha. Da ist der Pflanze. Das ist ja die Angriffspflanze, warte mal. Das machen wir schön aus der Entfernung. Gefährliche Flora. Okay, Belohnung. Lokalisiere dein Raumschiff. Dich hatten wir schon, ne? Der sieht nur ein bisschen aus, warte mal, bei Ice Age der Typ. Sid. Was haben wir denn da hinten? Das leuchtet. Wissensstein. Okay, das ist also ein Wissensstein, oder was? Achso, nee, dahinter ist der Wissensstein, okay.
Wir nehmen das hier mit. Bokodim, 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 Yun, Yun, Yun. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Eine roboterhafte Lebensform dreht sich zu mir. Licht strömt aus ihrem metallischen Gehäuse und bildet einen leuchtenden Nebel, der uns beide umgibt. Sie deutet in meine Richtung. Wissen annehmen. Der Name Korvax geistert mir als Echo der seltsamen Vision durch den Kopf, die ich gerade hatte. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Oh, Tool, wir haben das Korvax-Wort für Korvax gelernt. Ja. Wow. Ungefähr so toll, wie wir haben das Wort für Wort gelernt. Da hinten ist das Raumschiff. Wollen wir denn schon zum Raumschiff? Das haben wir schon. Ja, wir können es ja mitnehmen. Ja. So, her damit. Was ist das denn? Moment. Der Baum da, der sieht doch special aus. Ja, da. Naja, wohl so special auch nicht. Aber wir analysieren ihn trotzdem. Erhedigrunium. Gibt auch noch Kohlenstoff. Okay. Da hinten ist Natrium, glaube ich. Haben wir hier alles? Oh, das haben wir nicht. Hallo? Achso, gedrückt halten. F gedrückt halten und dann scannen. Hier haben wir wieder was nicht identifiziertes. Fupronit. Aha, okay. I understand. Das heißt Kupronit, aber wir kriegen dann trotzdem diese quasi die. Was ist das denn? Aha. Wieso sterben wir eigentlich? Exoanzug. Lebenserhaltung. Sauerstoff. Okay, dann war es doch gut, dass wir Sauerstoff geladen haben. Okay. Wenn wir irgendwie Geld machen können, holen wir uns auf der nächsten Raumstation mal ein bisschen auf Vorrat. Die Wasserstoff, das Bomben. Nee, das müssen wir nicht scannen. Aber diese fliegenden Dinger, was ist das denn? Das ist doch keine Pflanze.
F. Die ist direkt vor uns. Aber wir können sie nicht scannen. Ich will die aber auch nicht angreifen. Also hauen wir wieder ab. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir alles erforscht. Okay. Die kleinen Bäumchen, haben wir die schon gescannt? Weiß nicht. Lauf mal ein bisschen schneller hier. So. Großer Baum, kleiner Baum. Nicht identifiziert. Sehr gut. Okay. Für Kohlenstoff. Unser Laser macht nicht mehr lange mit. Ist das auch was zum Scannen hier, das da? Nee. Aha. Das können wir nicht scannen, okay. Oh, es wird Tag. Okay. War hier nicht noch eine Natriumpflanze? O2 und Natrium, ne? Was ist das denn da? Dieses Entdecken, ne? Das macht unheimlich viel Spaß. Was ist das? Keine Ahnung. Okay, wir hauen einfach mal Richtung Schiff ab. Wärmeschutz bei 50. Ja, ja. Es gibt übrigens auch Tiere, die angreifen. Wir haben nur gerade Glück. Was mich bei so einem kalten Planeten eher wundert. Ich hätte gedacht, das ist so ein gefressen werden Planet. Ah. Natrium und was zum Scannen. Süßwurzel. Ah ne, das können wir nicht scannen, das können wir nur mitnehmen. Okay. Ich habe noch nicht ganz raus, was man scannen kann und was nicht. Haben wir hier die beiden schon? Ja, die hauen ab. Die müssen halt im Scan-Bereich bleiben, sonst können wir die nicht. Ah, die haben wir schon, okay. Das ist auch nur ein junges davon. Hallo! Wir kommen in Frieden. Wir sind eigentlich Vulkanier. Wir wissen es nur noch nicht. Danke. Ich kann mir vorstellen, dass diese 16 Natrium ein Witz sind und wir später viel mehr kriegen werden. Ich kann mich aber auch täuschen. Da ist es. Mhm.
dieses Loch, ne? Moment. Autsch. Okay, was ist das denn? Was ist das denn? Das etwa eine Höhle? Eine Mini-Höhle auf jeden Fall. Reines Ferrit. Und hier hätten wir uns auch vor dem Wind schützen können, wahrscheinlich. Kobalt. Brauchen wir bestimmt für irgendwas. Wenn das so versteckt ist. Dafür opfern wir. Kürbisknolle! Komm schon, den kriegen wir noch. Waffenladung aufgebracht. Okay. Ey, ich will euch nicht auf den Sack gehen mit meinem Was ist das, was ist das, aber was ist das? Da, hier, neben... Achso, das ist nur Eis. Okay, das sah aus wie so... Dampf. Die Pflanze nehmen wir noch mit. Oh. Okay. So, hier haben wir schon alles. Atlas Pass V1 nötig. Haben wir nicht. Was ist das? Den Rest haben wir schon gelootet. So. Impulsantrieb. Das haben wir jetzt auch. Oh. Das haben wir schon. Startschubdüse. Reines Ferrit. Das haben wir ja aus dieser Höhle da zum Beispiel bekommen. Das heißt, wir müssten noch mal in die Höhle rein und unser hier Minerallaser auffüllen. Mit Kohlenstoff. Ja, hier. Cool. So. Freundchen. Weißt du, wo ich reines Ferrit herkriege? Ferritstaub? Ferritstaub? Aua! Schubst du mich einfach? Schweinerei. Wo waren die Höhle nochmal? So weit oben war die, glaube ich, nicht. Aha, aha. Ferritstaub. Wir brauchen keinen Staub. Wir brauchen Ferrit. Und die Wasserstoff haben wir genug. Kohlenstoff, hoffentlich gibt das gut, weiß. Komm schon. Ah. Jawohl. Falls wir es nochmal auffüllen müssen. Okay, wie finden wir jetzt dahin?
Was ist das? Achso, das ist dieses tragbare Raffinerien. Aha. Keine Ahnung. Oh. Gummiit. Lustiger Name. Wir haben Gummiit entdeckt, Freunde. Ey, das kann doch nicht sein. Wo ist denn diese Kackhöhle? Wir fallen da die ganze Zeit aus Versehen rein und jetzt finde ich die nicht mehr. Bei 50%. Und dafür brauche ich mehr Sauerstoff. Klar. Verbrauchen wir eigentlich mehr, wenn ich renne? Tumangin. Guck, das sieht doch auch aus. Das sieht doch auch aus wie so ein Loch. Na, shit. Ne. Falsches Loch. Das ist das. Reines Ferrit. Okay. Ach so, das können wir nicht. Und dafür kriegen wir Ferritstaub nur. Die Wasserstoffkristallig. Ferritstaub. Verdammt. Na gut, wir machen das erstmal, was der sagt. Vielleicht gibt er uns ein... Ja, ist ja gut. Vielleicht können wir auch Ferritstaub in reines Ferrit umwandeln. Ich weiß es nicht. Salz. Was? Nicht identifiziert, was? Das da. Das sind drei Leuchtepflanzen, die nehmen wir mit. Lauf, Forrest, solange du noch kannst. Wenn der Blizzard kommt, verstecken wir uns im Raumschiff. Also ich hätte echt nicht gedacht, also ich habe mir schon gedacht, dass No Man's Sky kein schlechtes Spiel ist, ne? Aber es ist wirklich irgendwie sich jetzt vom Spielgefühl anfühlt, einfach ein gutes Spiel. Es macht Spaß. Ich kann gar nicht aufhören. Grafik ist okay, muss man ein bisschen gucken, weil der Video-RAM-Verbrauch sehr hoch ist. Empfohlen wird
bei Full-HD-Auflösung, es steht dann in den Optionen drin, ne? Also Full-HD und man kann schon knapp nicht mehr die, also mit 8 GB Grafikspeicher kann man, aber ich weiß nicht, ob alle 8 GB Grafikspeicher haben. Und vor allem, wenn man mehr als Full-HD will, hat man dann ein Problem. So. Okay, reines Ferrit. Wie kriegen wir das hin? Produkt herstellen. Komponente, Konsumgut, ups. Rarität. Ne. Bau eine Metallplatte. Oh. Okay. Mit Y aufrufen. Erstmal raus. Aha. Mittlere Maus das zum Aufrufen. Okay. Was braucht es? Kohlenstoff. Eingabe. Ferritstaub. Reines Ferrit 0%, was? Nur Start. Ach so, das zeigt an, wie weit er schon ist. Alles klar. Ja, gut. Was für ein erotisches Geräusch. Ausgabe Ferrit. So. Und dann nehmen wir das wieder mit. Beziehungsweise hat sich wieder auseinandergebaut. So, Freundchen, wir haben reines Ferrit für deine Stachschuhdüse. Okay, und jetzt? Hebe mit W ab. Suche Antwort in den Sternen. Okay. Sterne ist da lang. Okay, wir fliegen einfach mal. Wie geben wir denn Gas? Oh, ich verstehe. Okay. Gegen Tritium-Hypercluster oder so, was? Okay. Tritium. Alles klar. Freunde! Okay, ein bisschen schwindelig wird einem schon. Nicht gegen den Asteroiden. Nein. Wie dieses Ding da, was ist das? Platin, okay. Ich glaube, wir könnten theoretisch auch von NPC
NPCs überfallen werden, NPC-Piraten. Okay, wir sollen den Boost ausprobieren, wir machen das mal. Das ist der Planet, wo wir herkommen. Ich würde ungern den Boost einem Asteroidengürtel ausprobieren. Okay. Mit Impuls können wir durch alles durchfliegen. Treibstoffanzeige. Ups. Eingehende Übertragung. Quelle 4925B. Bitte identifiziere dich. Ich bin Kitzkes. Er hat bitte gesagt. Du bist nicht Kitz. Allein. Du bist nicht allein. Folge. Folge wem? Okay, Koordinatendaten eingeben. Zu einem Planeten. Okay. Mit Space dann gleich wieder Impuls. Da. Hä? Kommen wir da nicht her? Nein? Okay. Ankunft 14 Sekunden anstatt ein Tag. So ein Ring, ne? Ist das gesund? Ja, gut. Wir sind zu hoch, um eine Landung einzuleiten. Ich will nicht auf den Kopf landen. Ich will aber auch nicht zu weit weg davon landen. Ist doch ein guter Landeplatz. Plönk. Okay, nice gemacht. Na toll, wieder so ein arschkalter Planet. Ist das nicht derselbe, von dem wir kommen? Willst du mich verarschen?